Snickers, Peanut, Brownie. Einfach zu wild die Sorte. Aber schmeckt sie auch? Und dreimal die Woche gibt's neue Videos. Also lass schon mal ein Abo da. Herzlich willkommen zu Supermarkt News. Heute stelle ich einen Artikel aus den USA vor, und zwar Snickers, Peanut, Brownie. Diesen Artikel gibt es seit, sagen wir mal, November 2020 und hat einen absoluten Hype ausgelöst, weil das ist so eine Kombination. Seid ehrlich, wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen, wenn er das hier sieht? Ich verlinke euch auch zwei Shops. Einmal Snack J oder Snack hier. Der andere Shop ist GB Gift. Da könnt ihr sie bestellen. Und ja, was haben wir? Also, es ist nicht eine typische Snickers-Verpackung, sondern es sind so vier kleine Würfel enthalten. Ein Würfel hat 90 Kalorien. Vier Stück sind da drin. Erdnuss, Milchschokolade, Karamell und Brownie. Hört sich schon mal sehr lecker an. Zutatenliste. Und jetzt gehen wir mal ans Aufschneiden. Let's go. Feiert ihr Snickers? Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt holen wir die mal raus. So sehen die aus. Das ist jetzt ein kleiner Würfel und der hat 90 Kalorien. Und es sieht schon sehr verführerisch aus. Aber jetzt gehen wir mal zum Aufschneiden. Deswegen sind wir hier und dann wird getestet. So sieht das von innen aus. Also super große Erdnüsse. Brownie ist im Verhältnis zum Karamell überwiegt es. Ja, würde ich sagen, ein Drittel, nee, mehr. Ein Viertel zu drei Viertel. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie er schmeckt. Also ich habe jetzt mal getestet. Es ist wieder ein Snickers, wo man wirklich mal endlich Erdnussstücke hat. Ich habe die letzten. Und ich blende euch hier mal das eine Video davon ein. Da war das Snickers nicht mehr so präsent und da haben mir diese intensiv großen Erdnussstücke gefehlt. Hier ist es so, man schmeckt ganz klar das Snickers und dieser Brownie, der jetzt hier aber von der Füllung her extrem aussieht, kommt nur so ganz leicht am Ende durch. Also dieses schokoladige Brownie kommt nur so ein Hauch davon. Hätte mehr sein können. Dafür, dass es ja Peanut Brownie heißt. Ja, aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon getestet habt, würdet ihr euch holen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Auto.